Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Rot. Hier in Folge 73 sind wir nun immer noch auf der Siegestraße und uns greifen die ganze Zeit ständig Pokémon an, so wie Onix. Oh, noch ein wildes Onix. Oh. Spannend. Aber was wird passieren? Ja, Alex kümmert sich hier schon sehr gut um das Onix. Genau, ich bin im Moment am Steuer. Genau, Onix ist auch gar nicht mehr so interessant für uns. Den haben wir nämlich gefangen in der letzten Folge. Hurra! Konfetti! Es Yay. Fällt auf uns herab. Naja, stellen wir uns das zumindest mal vor. So, ich benutze einmal Stärke. Ja, wir sind tatsächlich auf den Geschmack gekommen, Pokémon zu fangen. Ja, das ist total super. Total gut. Stimmt, finden die Leute das total doof und schreiben in den Kommentaren dann sowas wie: Boah, hört auf mit Pokémon fangen und so, kauft euch einen Schutz, damit ihr nicht so viel wilde Pokémon trefft. Und ja, wir sagen, nein, wir brauchen das, wir müssen auch trainieren. Genau, Kleinstein haben wir glaube ich auch schon. Haben wir auch, jo, alles, wir haben alles. Genau, wir haben in der letzten Folge noch gesagt am Ende, dass wir vielleicht neue Pokémon sehen und das hoffen wir natürlich, wir wissen das noch nicht. Glück! Huch, schon wieder Folgenende? Nee, muss das doch der Schalter gewesen sein, keine Ahnung. Oh. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Abschlussprüfung? Ich habe gar nicht gelernt. Nein. Oh, hast du gelernt, Timo? Nee. Oh oh, nicht, dass wir durchfallen. No. Diktri, hast du gelernt? Lalalalai! Diktri hat auf jeden Fall schon einiges gelernt, so wie den Schlitzer. Energiefokus, da lache ich doch. Ha, ha, ha. Boah. Das ist mal ein Training. Ich will nicht wechseln. Ich will einfach nicht. Ich Erdbeben! Ist das gut? Erdbeben ist eigentlich immer gut. Außer gegen Smetbo. Und unser neuer Lieblingsgegner Mashok. Der gibt auch ordentlich Erfahrung, habe ich gerade gehört. Richtig. Wunderbar. Oh Mann. Trainer gibt X-Angriff Mashok. Dann schlitzen wir ihn halt doch wieder weg. Hast du gerade gesehen übrigens, der hat das X-Angriff nach dem Schaufler erst eingesetzt. Das kann sein, ja. Also die Items werden wohl nicht immer eingesetzt, bevor das Pokémon, das gegnerische, irgendwas macht. Ja. Ah! Oh, dafür gebe ich dir 1075 Poké-Dollar. Guck mal, ein Vogel. Da sitzt ein Mew. Ja. Oh oh. Weißt du noch, was das letzte Mal passiert ist, als irgendwo ein Vogel saß? Ja, er hat uns platt gemacht. Ich glaube, mit dem rede ich lieber nicht. Okay, dann reden wir lieber nicht mit ihm. Ist das jetzt ein wildes? Das ist jetzt gerade ein wildes Mashok, ja. Fang mal. Weil das ist auch gerade so Level 41, wie ein Trainer-Mashok im Prinzip. Ja. Ja, nice. Schläf mal ein. Ich soll mal einschläfern. Okay. Ja, das Metbo ist auch gar nicht so schlecht. Gegen Mashok, glaube ich. Da sind die Kampfattacken nämlich nicht so wirkungsvoll. Quasi gar nicht. Und da kann ich ganz in Ruhe Schlafpuder einsetzen. Lalala. Aber Mashok ist gar nicht müde. Und es schläft. Genau, nach dem ganzen Gekämpfe muss man auch mal eine Pause machen und sich fangen lassen. Okay, Mashok, zurück. Nice Ding. Noch ein Kraftprotz. Dieses Pokémon ist super stark. Es kann sich nur mit einem kraftregulierenden Gürtel bewegen. Was?
Holy. Aha. Na gut. Ich wette, Mashok kann also auch Stärke. Ist schon so intrinsisch dabei. Hallo, Kindchen. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Fragezeichen. Der Jongleur möchte kämpfen. So, meinst du, ein Schlitzer geht klar? Ja, ne? Schlitzer geht immer. Ja, ja, ja! Nice! Hypno, ich möchte bitte nicht wechseln, nee. Hypno kriegen wir doch hin, das ist doch gar kein Problem. Einmal kurz ein Loch gebuddelt. Oha, ich glaube, Hypno hat eine gute Verteidigung. Ja? Hm. Ja. Oder auch nicht. Gegen Diktree hat er einfach keine Chance. Wie man sieht. Diktree ist einfach almighty strong. Nochmal Schaufler, komm. Ey, wenn wir jetzt von hier schaufeln, ne? Weißt du, wo wir dann landen? Ja. Dann gräbt Diktree quasi einen Tunnel zu seinem schon bestehenden Tunnel. Und noch ein Schaufler, wir schaufeln heute mal alles weg. Ja. Voll erwischt. Aber voll. Also richtig so, voll. Hier können wir schon wieder nicht durch. Ja. Ein Item. Oh. TM5. Was mag TM5 sein? Wer weiß es, hm? Wer weiß es, ne? Es ist? Rate mal, Timo. Oh, keine Ahnung. Echt nicht. Rasierblatt. Megakick. Nee, da wäre ich nicht drauf gekommen. Oh, Megakick. Niemals. Wäre doch perfekt passend zu dem Mega-Hieb. Ja. Glurak, Nidoking, Mew. Na gut, wir wollen es erstmal nicht beibringen. Hier ist wieder ein Schalter. Schauen wir mal, ob wir den passenden Stein dafür finden. Der Stein ist irgendwie nicht da. Wo ist der denn? Hier wird ganz böse die Stirn gerunzelt. Ja, ich dachte, wir finden jetzt einen Stein, aber da ist gar keiner. Oh. Vielleicht muss man den Schalter nicht benutzen. Und einen anderen Schalter vielleicht. Oder wir können einen Stein runterwerfen von einer höheren Ebene. Ah. Boah, es sind hier wieder solche Rätsel, wo man dann Steine von oben nach unten und links nach rechts und... Das hat letztes Mal schon so lange gedauert. Ich erinnere mich. Seeschauminseln. Oha. Ja. Da war auch das letzte Mal, wo wir diesen Vogel hatten. Oh ja. So. Arktos, ey. Meine Güte. Ha, hast gesehen? Ich habe nicht Schaufler benutzt. ich schmeiß mal kurz einen Hypertrank rein, okay? Mach mal. Wir haben ja noch zwei. Oh Mann. Sieht echt nicht so gut aus hier gerade. Ja, wir haben aber noch Diktree dabei. Der kann ja Schaufler einsetzen, falls es uns ganz schlecht geht. Und dann kommen wir zum letzten Pokémon Center. Richtig. Komm nur her. Ich werde dich besiegen. Hier ist alles voller Trainer, die auch zur Pokémon-Liga wollen, ne? So wie wir. Ach Mann, ich wollte gerade so schön auf ihn antworten. Jetzt passt das nicht mehr. Ich hatte die perfekte Antwort. Aber das hier ist auch eine perfekte Antwort. Volltreffer. Ja, wir metronomen ihn weg. Jetzt ein Pokéball. Ich hab gerade gedacht, das ist eigentlich die perfekte Fangsituation. Nochmal. Mew benutzt. Hyperball. Das wär's. Okay, komm jetzt Mew, mach mal was. Oh. Boah, Entoron.
Auch cool. Haben wir noch nie gesehen, oder? Ich glaube auch. Psychochinese. Stimmt nicht so gut, oder? Ja. Enteron ist halt auch ein Psychotyp. Deswegen verträgt er das mal ganz gut mit der Psychokinese. Aber Psychokinese ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Auweia, ich bin besiegt. Ah, ein Hyperheiler. Wie gerufen. Hier ist eine Leiter. Oh Gott, gibt's hier wieder viel zu erkunden. Unmengen zu erkunden. So, Mew, mach mal fliegen. Guck mal, es gehorcht mir. Mhm. Oh. Mach nochmal, versuch's noch einmal. Jawoll. Oh, cool. So, klauen wir uns nochmal ein Item. Hier TM17. Dann fragen wir den Jungen mal, was das ist. Was ist das, Timo? Was ist TM17? Solarstrahl. Nee. Überroller. Okay. Überroller gut? Ich habe keine Ahnung. Die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Oh ja, das haben wir auch schon gemerkt. Wir pfeifen auch schon aus dem vorletzten Loch. Ein Marcel. Hallo Marcel. Level 48. Oh. Oh. Ganz besonders doller Mega-Hieb. Ja, oh ja, sogar Volltreffer. Der hat gesessen. Ah, Lichtschild. Gegen Spezialattacken immun. Gegen Spezialattacken gibt's nur eins. Mega-Hieb. Nice. Level doch mal wieder, Mew. Ist nicht gut gemacht. Danke. So. Haben wir schon Knoga? Nö, glaub nicht. Okay. Ein ganz besonders toller. Ah ja, okay. Was machen wir jetzt? Wollen wir das fangen? Dann müsstest du das einschläfern und direkt werfen, wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Lass mal machen. Machen wir das mal. Unser großes Fangteam. Schwächen, dann Smetbo, Schlafpuder und Hyperball. Funktioniert ja im Moment ganz gut. Sonst könnte man auch noch mit Blitzern Ruckzuck-Keep machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das... Wahrscheinlich hält es das nicht mehr aus. Die Pokémon-Box ist voll. Das Item kann nicht benutzt werden. Ach, ja gut, dann... Ja. Wieso nicht? Nom 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 nom. Nice. Ja, wenn ich den Controller schon mal in der Hand habe, ne, dann... Dann leveln alle. Dann leveln alle. Ja, willst du ein bisschen weiterfahren? Kann ich machen, ja. Also die Treppe hier, die Leiter haben wir noch nicht genommen. Und links haben wir, glaube ich, noch nicht erkundet gehabt, wenn ich das richtig erinnere. Okay, ich glaube, ich übernehme dann mal auch zum Ende der Folge und für die nächste Folge mal das Glurak. Und schauen wir mal, wie Glurak sich auf der Siegestraße macht. Wo meinst du, waren wir noch nicht? Also hier die Treppe hoch waren wir noch nicht. Ja. Die Leiter hoch, wie auch immer. Und links irgendwie da waren wir auch noch nicht. Okay. Also ich würde auch fast sagen, wir lassen erstmal die andere Ebene nochmal und erkunden die zu Ende, oder? Oder? Die hier, ja, ne? Ja. Okay. Ja. Dann, würde ich aber auch erst in der nächsten Folge machen. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, tut uns leid. Ein bisschen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.